Stromba in den 1980er Jahren, Dianabol in den 70er und 60er Jahren. Mit diesen Steroiden waren 31 westdeutsche Top-Leichtathleten unterwegs. Klaus-Peter Hennig, mehrfacher deutscher Meister im Diskuswerfen. Er ist einer von wenigen Befragten, der sich öffentlich äußert. Über 7 Jahre lang nahm Hennig Dianabol. Ich bin in einer Zwickmühle als Athlet. Auf der einen Seite will ich Leistung, selber Leistung verbessern und hohe Leistungen schaffen, die Olympiateilnahme schaffen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass das ohne unterstützende Mittel eigentlich nicht geht. Insgesamt 121 Top-Sportler des Deutschen Leichtathletikverbandes wurden für die noch unveröffentlichte Dissertation angeschrieben. Nach der Einnahme von anabolen Steroiden zur Leistungssteigerung befragt. Deutsche Meister, WM- und Olympiateilnehmer gaben an, Anabolika genommen zu haben. In Mengen und Zeiträumen, die dem DDR-Staatsdoping ähneln. Die Trainer waren zumindest belegen, dass einzelne Aussagen schon wussten sie um das Anabolika-Problem. Der Verband wusste es meiner Meinung nach auch. Das haben auch einzelne Athleten sehr differenziert zum Ausdruck gebracht. Eine Dissertation, die ins Herz westdeutscher Leichtathletik trifft und in der die Athleten selbst mit dem Mythos vom dopingfreien Sport im Westen aufräumen.